der Spaß beginnen. Was geht ab, meine lieben Freunde, nein, hier und herzlich willkommen zum Ruben Castro Team of the Season Turnier. Ja, meine lieben Freunde, mit dem Liga BBVA kam natürlich auch wieder ein chilliges Turnier raus, wo man diese Karte hier gewinnen kann, den 84er Ruben Castro. Die Karte sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Zu dem Bundesliga Team of the Season gab es ja auch ein Turnier, wo man Sané gewinnen konnte. Das haben wir leider nicht gemacht, aber wir werden dafür heute bei diesem Turnier sowas von die Post rocken. Das sage ich euch, guckt euch unsere Mannschaft an, Leute. Wir haben hier Ronaldo Team of the Year, Messi, Neymar Team of the Year. Leider nicht die Team of the Season Version von Suarez, aber dafür trotzdem einfach nur kranke Karten, Leute. Jetzt wird bestimmt der ein oder andere Schlawiner sagen, ja, mit diesem Team, da gewinnt doch jeder. Ja, Freunde, aber ich glaube bei FIFA, wie gesagt, anders Momentum. Deshalb, es kann auch die schlechteste Mannschaft die beste abziehen. Man weiß nie, wenn der Ball nicht reingehen will, dann geht er nicht rein. Deshalb dürfen wir uns jetzt einfach nicht zu einfach vorstellen. Ey, immer dieses Sprachfehler, Alter. Eigentlich ist mein Deutsch sehr gut und ich kann mich in einer gewissen Art und Weise sehr gut artikulieren, mit Menschen gut verständigen und alles. Das merkt ihr natürlich jetzt auch an dieser Fachvokabulation, ne, was? Spaß beiseite, Freunde. So ein Team kriegt man ja auch nicht jeden Tag zu Gesicht. Und ich finde, wenn man schon die Möglichkeit hat, so eine Mannschaft zu zeigen, dann sollte man es auch machen. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher werden sollte, was ich nicht so unbedingt glaube. Weil die Spieler werden bestimmt teilweise wirklich spielen wie Steine. Das kennt ja der ein oder andere von euch auch. Und unter anderem haben wir ja den 91er Iniesta. Der ist jetzt neu in diesem Team of the Week mit dabei. Dann bin ich gespannt, wie die Spieler miteinander harmonieren und ob wir das Ding rocken werden oder ob es richtig schwierig wird. Alles klar, dann sehen wir uns gleich zum Achtelfinale. So, Freunde, und da haben wir auch schon direkt unseren ersten Gegner gefunden. Es wird natürlich noch zu diesem Team of the Season hier ein Pack-Opening von mir kommen, wo ich richtig viel auf die Kacke hauen werde. Und jetzt schauen wir uns mal das gegnerische Team an. Oha, der hat hier Messi, Neymar, Suarez, MSN, Messenger, den neuen Iniesta in Form. Vielleicht hat er ihn sogar gezogen. Mal gucken, was er drauf hat. Hier, komplette Barca-Mannschaft. Los geht's. Was haben wir, Neymar? Hier, macht ihr den direkten Ding nach innen. Bleib mal stehen. Gegner kommt. Waka waka. Bleiben stehen. Nächster Gegner kommt. Bolasi, Flicker kommt wieder zurück. Wir flicken ihn rüber. Komm, Neymar, setz dich durch, Junge. Stark gemacht. Upp, Ballrolle. Nächster Gegner kommt. Let's kill oder was hier? Was ist los, Leute? Jetzt nochmal hier, Neymar. Geht vorbei mit dem. Oh, schade, dass er nicht gekommen ist. Egal. Komm mal jetzt, Leute. Zack. Wir nehmen uns den Ball hoch. Macht den Chestflick und dann der Seitfalls hier. Oh, jetzt haben wir mal seinen Neymar hier auf der Seite. Versucht mich zu vernaschen und kommt da durch. Und Ronaldo. Gegner kommt. Roulette. Scoop Turn. Megidi-Spin, geh mal vorbei. Zack, Übersteiger, Schussfinte. Jetzt machen wir wieder den Ballrollflick. Geh mal vorbei. Ronaldo, Übersteiger, bleib mal stehen. Zack, kommt jetzt hier ein Waka Waka vorbei an Rakitic. Der kommt wieder, kriegt einen Spin. Ach, der muss doch durch, ey. Heute mal ein bisschen Skillerei, oder? Ronaldo, Elastico-Chop. Gegner rennt vorbei. Gegner kommt unten wieder, kriegt einen Übersteiger. Bleib mal stehen. Zack, nochmal ein Dragback-Fake. Scoop-Turn. Ronaldo zieht vorbei an Rakitic. Unten auf Neymar. Der lässt klatschen hier auf Modric. Modric hier auf Ronaldo. Oh, der legt den Ball wieder zu weit vorne, der Rillepeter. Egal, wir uns den Ball zurück. Neymar hier. Waka Waka. Rabona-Fake. Geh mal in die Mitte. Zack, machen wir ein Roulette hinterher. Gegner kommt, Schuss findet Chop. Wir spielen den Ball zurück mit der Hacke. Ich kenne alle Tricks auswendig. Jetzt gibt es einen Doppelpass. Dreifachskombination mit Modric und Godin. Godin jetzt nochmal nach unten. Godin nochmal nach oben. Suarez. Ah, jetzt war ich zu viel in meinem Film. Messi, Messi. Cristiano Ronaldo. Der macht den direkten Bolassi-Flick. Gegner kommt, wir flicken uns rüber. Diese Kombi ist zu krank, oder was sagt ihr, Leute? Komm, Ronaldo. Gegner kommt. Hokus Pokus. Scoop-Turn. Wir gehen vorbei mit dem Ballrollflick. Ronaldo setzt sich durch. Wir bleiben stehen. Machen jetzt hier wieder einen Bolassi-Flick. Direkte Jobannahme. Machen wir den hier. Schuss findet wieder hier. Bolassi-Flick. Gehen wir vorbei. Komm, Ronaldo, machen wir weiter hier. Roulette. Oh, Junge, heute ist Let's Kill angesagt, oder was? Hier, Megidi-Spin. Na, Ronaldo, komm, setz dich durch und mach ihn rein. Jetzt haben wir Messi. Gegner kommt, wir flicken uns den Ball hoch. Messi mit dem Volley, oh mein Gott. Jetzt haben wir Neymar hier. Bolasi flickt zum Volley-Schuss. Bam, Junge, oh mein Gott. Jetzt haben wir Neymar hier. Macht den direkten Spin vorbei. Oh, Werber-Spin, was laber ich da? Neymar, oh, Neymar, 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 Neymar. Oh, Junge. Busquets. Boah, diese. Ey, wenn das ein Foul war, Alter. Sag mal, James Rodriguez. Berberspin spielt oben auf Messi. Der direkt weiter oben auf Neymar. Komm, jetzt müssen wir das sichere 1-0 machen, Leute. Und da ist es. 1-0. Freunde, kennt ihr diesen Moment, wenn ihr einfach aus FIFA gekickt wird und rechts steht, verbindet mit Xbox Live? Guckt euch das an. Ich drück nicht mal was. Meine Konsole spinnt rum. Guckt euch das an. Guckt, habt ihr es gerade gesehen? Diese ganzen Bildflackereien und alles. Ich wurde einfach aus FIFA gekickt, ey. Nach einer 1-0-Führung. Also das ist Momentum hoch Level 1000, ey. Egal, wir machen einfach direkt nochmal das Spiel oder wir sind weitergekommen. Ich weiß es nicht, wir gucken einfach gleich mal.
habe ich immer so ein Pech und mir passiert das. Ja, Freunde, anhand meiner Reaktion habt ihr, glaube ich, gesehen, dass wir rausgeflogen sind. Aber egal, scheiß drauf. Lieber passiert sowas in der ersten Runde anstatt im Finale oder so. Scheiß einfach drauf. Demnächst machen wir einfach 3 Spiele in der nächsten Folge. Und hier sehen wir das gegnerische Team hier mit Roberto, Griezmann, Kolopiljanka ist es, glaube ich, da vorne. Hat ihr noch Bernard, Varane. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt, Alter. Diesmal machen wir den Gegner platt. Mal gucken, ob wir wieder so viel skillen wie gerade. Wir schauen mal. Dann sag mal, Gareth Bale zieht durch, macht hier einen Berberspin. Schussfinte, geht vorbei. Bale, der nächste Gegner kommt, kriegt einen Spin. Bale, bam, 1-0. Ja, Freunde, das war dem Gegner, glaube ich, doch zu viel. Direkt 8. Minute so ein Tor zu kassieren. Ist rausgegangen und da sieht man, Leute, man hat auch manchmal Glück im Unglück. Wir hatten vorhin Unglück, dass unser Spiel abgebrochen ist, aber dafür haben wir einen Gegner gefunden, der das Spiel abbricht. Was für eine Ironie, Leute, ey. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, das hat so ein bisschen auch an Let's Skill erinnert, das erste Spiel, weil ich habe mir da echt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ey, der sollte sich echt schämen, der spielt FIFA seit 2010 und geht nach ein paar Minuten raus. Du bist ein Noob, Digga, the game is bad. Ja, du bist bad. Scheiße, Alter. Ja, Freunde, lasst, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, das hat so ein bisschen auch an Let's Skill, wie gesagt, erinnert, weil ich habe versucht, heute mal mehr zu skillen, weil viele haben ja in die Kommentare geschrieben, man kommt wieder Let's Skill. Und ja, Let's Skill muss unbedingt wirklich demnächst mal kommen. Nur momentan müssen wir jetzt demnächst auch anfangen mit dem Vorproduzieren, weil wir sind ja jetzt vom 30. bis zum 4. auf Mallorca. Und Let's Skill ist halt eine sehr, sehr zeitaufwendige Serie. Da stecke ich immer sehr viel Herzblut rein. Und dann wird aber noch kommen, Alter. Da sind echt wenige Folgen dieses Jahr bisher gekommen. Ich glaube, dieses Jahr nur eine Folge oder so. Aber da kommen welche, Leute. Guck mal, das ist einfach diese FIFA-Logik. Der Gegner hat einen Schuss, aber ich habe ein Tor, obwohl ich 0 Schüsse habe. Ey, egal, Leute, scheiß drauf. Heute war auf jeden Fall eine coole Folge. Nächstes Mal gibt es dann, wie gesagt, 3 Spiele. Da werden wir dann das Viertelfinale, Halbfinale und das Finale bestreiten. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben, damit wir da selber 25.000 Likes freuen für diese coole Folge. Ihr macht's gut. Übermorgen geht's weiter mit Teil 2. Und die Tage kommt natürlich nochmal ein richtig fettes Pack-Opening zum Liga BBVA Tots. Denn der Ikea-Tisch, der muss auch noch explodieren. Ihr wisst Bescheid, Leute. Macht's gut. Euer Öni ist raus. Haut rein. Und ciao. La Liga, Team of the Season mit Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Lionel Messi und vielen, vielen mehr. Was geht ab, Freunde? Hier ist Duffy und herzlich willkommen zu einem Team of the Season Liga BBVA Pack Opening. Ja, Freunde, die blauen Karten der spanischen Liga sind draußen. Ronaldo 99er, Suarez, Messi, Neymar. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören und wo ich anfangen soll. Einfach